Herzlich willkommen zurück zum Tutorial zu 3D Game Studio. Wir machen jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Dazu öffnen wir das Skript von letztem Mal. Und dieses Mal zeige ich euch Funktionen. Also eine Funktion habt ihr ja schon gesehen, das ist die Function Main. Das ist aber die Standardfunktion, die immer dann startet, wenn man hier einen Testrun macht, beziehungsweise das Spiel halt startet. Man kann aber auch noch andere Funktionen schreiben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das macht man genauso wie hier. Man schreibt Function und danach kommt der Name der Funktion. So, jetzt später, irgendwann, wenn ihr ein großes Spiel habt, das ist jetzt noch nicht, aber bei einem großen Spiel wird es dann so sein, dass ihr ganz viele verschiedene Typen habt. Variablen, Panels, Funktionen, was weiß ich was, alles Mögliche. Was das alles ist, macht euch keine Sorgen, nur es wird irgendwann so sein. Und deswegen sollte man wissen. Ja, ist doch egal. Also deswegen sollte man wissen, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendeine Funktion aufruft, dann muss man wissen, dass es auch eine Funktion ist. Und ich mache das immer so, dass ich das Kürzel von dem Typ vorne an den Namen anhänge. Das heißt, ich schreibe FNC, das ist das Kürzel für Function, und mache dann einen Unterstrich und dann kommt der richtige Name, zum Beispiel Level. So, also das ist jetzt der Name der Funktion, FNC-Level. Und dann macht man wieder die geschweiften Klammern und in diese Funktion kann man jetzt reinschreiben, was sie machen soll. So, diese Funktion ruft man jetzt genauso auf wie hier. Man sagt den Namen der Funktion, FNC-Level. Und dann macht man die Klammern und ein Semikolon. Das ist auch was, das hatte ich in der letzten Folge nicht gesagt. Hinter jedem Befehl müsst ihr ein Semikolon machen. Diesen Fehler machen ganz viele, machen auch Fortgeschrittene noch, den mache ich, den machen alle. Aber hinter jedem Befehl muss man ein Semikolon machen. Hier hinter dem Wait 1, hier hinter das Videoset, Level Load and Create, überall macht man ein Semikolon. Also auch hinter einer Funktion, die man aufruft. Also wenn man eine Funktion aufruft, dahinter auch ein Semikolon. So, das können wir jetzt einfach mal starten. Passiert genau das, was vorher auch passiert ist. Wir haben ja noch nichts in die Funktion reingeschrieben. Angenommen, wir würden jetzt dieses Semikolon weglassen. Dann starten wir das und dann schreibt er hier Syntax Error. Aber warum denn bei der geschweiften Klammer? Da ist doch überhaupt kein Fehler. Das liegt daran, der denkt dann, hier wäre, es würde von dem Function Level bis zu dem hier weitergehen. Da man muss das irgendwie abtrennen, deswegen macht man da ein Semikolon und dann gibt er auch keinen Fehler aus. So, jetzt machen wir das hier einfach noch einmal weg. Also wir schneiden das aus mit STRG X und fügen das jetzt hier in die Function Level ein. So, und wenn wir das jetzt starten, dann sagt er zuerst wartet er ein Frame, dann setzt er die Auflösung auf 1280x720 und dann führt der Function Level aus. Was ist Function Level? Hier Level Load Level.wmb und endCreateEarth.mdl. Also macht er quasi genau das gleiche wie vorher, nur diesmal ist das eben in einer Funktion. Jetzt starten wir das. Und siehe da, ist genau das passiert, was vorher auch passiert ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, diese Funktion könnte auch genauso gut hier stehen. Aber dann ist es so, der Compiler, also wenn wir hier drauf, wenn wir auf den Pfeil drücken, dann startet der Compiler und berechnet das, was wir hier geschrieben haben und führt dann das Level aus in dem Fall. Und der liest das Skript von oben nach unten. So, jetzt liest er hier include argnx-h default c, function main und dann function level. Hä, was ist denn function level? Zeigt uns jetzt auch an. Function Level, undeclared,
Identifier. Das heißt, er weiß nicht, was Function Level ist. So, und das können wir dem jetzt sagen, was Function Level ist, indem wir das, wie gerade eben, da drüber schreiben. Oder indem man hier schreibt man nochmal Function FNC Level, den Namen genauso aufschreiben wie hier unten, die geschweiften Klammern und dahinter dann ein Semikolon. So hat man eine Funktion deklariert, aber man hat noch nicht gesagt, was in ihr passiert. Das macht man dann weiter unten. Aber jetzt wird er sich nicht beschweren, Function Level nicht zu kennen. Und führt das genauso aus, wie wir es haben wollen. Da sagt man sozusagen dem Compiler hier, später gibt es noch eine Function Level, warte mal ab, da kommt noch was. So, das war jetzt der erste Teil zu Funktionen, aber zum Beispiel das hier, dieses Videoset, ist ja auch eine Funktion, aber da hat man ja nicht einfach hier die geschweiften Klammern geschrieben, sondern hat man noch etwas reingeschrieben, und zwar Parameter. Das sieht folgendermaßen aus. Zum Beispiel könnte man jetzt hier einen Parameter reinschreiben. Das schreibt man so. Zum Beispiel habe ich euch ja letztens schon gezeigt, das Level. Hier ist ein String drin. Das heißt, wir können das jetzt genauso aufschreiben wie hier unten. Wir schreiben hier String mal und dann Level Name. So. Und jetzt können wir hier sagen, Level Lord, Level Name. Das heißt, der lädt jetzt das Level, was hier reingeschrieben ist. Wenn wir das jetzt starten, dann sagt er, empty function called in main. Ja, genau, das liegt hier ran. Wir machen das mal kurz wieder rückgängig, das gefällt mir nämlich so nicht. So, also wenn wir das jetzt starten, dann sagt der Function Level Wrong Number Type of Parameters. Das heißt, der hat jetzt hier die Function Level aufgerufen, aber hier muss man ja einen Parameter reinschreiben. Und das haben wir hier nicht gemacht. Das heißt, wir schreiben jetzt hier den Levelnamen rein und der heißt Level.wmb. So, jetzt starten wir das, gibt keinen Fehler aus und das Level wird geladen, was wir hier reingeschrieben haben. Das heißt, er sagt Function Level, Level WMB. Aha, Level WMB. Hier Level WMB und dann wird hier Level WMB eingefügt im Prinzip und dadurch lädt er das Level, was wir hier reingeschrieben haben. Jetzt könnte man aber noch mehrere Parameter machen, zum Beispiel noch einen zweiten String. Und den nennen wir jetzt Model Name. So, wenn wir das jetzt starten, sagt er wieder Wrong Number Type of Parameters. Also machen wir hier ein Komma. Verschiedene Parameter werden immer mit einem Komma abgetrennt. Und dann. Nein, das war falsch. Und dann schreiben wir hier das hier rein für den Model Namen. Und sagen jetzt hier einfach das nCreate Modelname. Was ist Modelname? Erst MDL, also. Upsala. Also. Gucken wir jetzt. Wir bewegen uns nach hinten. Aha, der hat die Erde geladen. Das sind Parameter. So, und jetzt gibt es noch einen komplizierten Teil von Parametern, den müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken, auch das mit den Parametern nicht zwingend, das kommt nicht so häufig vor, dass man Funktionen macht, wo Parameter sind, aber ihr wisst das jetzt, also falls wir das mal irgendwann verwenden, brauche ich das nicht nochmal zu erklären, ihr wisst jetzt, was Parameter sind. Falls ihr das noch nicht verstanden habt, ist kein Problem, ganz am Anfang, wenn man anfängt zu programmieren, dann versteht man sowas nicht so schnell. Wartet einfach mal einen Monat ab und dann guckt ihr euch das in einem Monat dieses Video nochmal an und vielleicht versteht ihr ja dann, was dieses mit den Parametern auf sich hat. Aber jetzt noch eine Kleinigkeit und zwar, wenn wir jetzt diese Funktion noch einmal schreiben, aber jetzt nur mit dem Level Name. So, jetzt können wir hier das EarthMDL wegmachen und jetzt steht ja hier nur das Level und dann würde er hier ja sagen,
Wrong number type of parameters, weil das ja hier, weil man ja hier mehr Parameter angeben muss als hier. Sagt er aber. Ach so, natürlich. Dann lassen wir das jetzt weg. Dann sagt er das aber nicht, sondern führt das richtig aus, aber hat jetzt kein Modell hingefügt. Warum? Wir haben hier zwei Slashes hingefügt, das heißt, der kommentiert diese Zeile. Könnten wir jetzt auch hier mit diesem Knopf kommentiert man. So, kommentiert. Jetzt liest der Compiler das nicht mehr. Alles, was kommentiert ist, ignoriert er. Und jetzt haben wir hier kein Level geladen. Einfach schwarz. So, das wollen wir aber nicht. Jetzt hat er hier ein Level, aber keine Entity. Also kein Modell. Eine Entity ist im Prinzip das gleiche wie ein Modell. Und jetzt könnte man sowohl Function Level, Level.wmb laden, dann lädt er nur das Level, aber keine Entity. Man könnte aber auch genauso gut jetzt noch hier earth.mdl anfügen. Gibt da auch keinen Fehler aus. Man lädt das Level und dieses Modell. Das heißt, man hat die gleiche Funktion zweimal, aber mit unterschiedlichen Parametern. Das ist teilweise sinnvoll, aber eher weniger. Das heißt, wenn ihr das jetzt auch nicht verstanden habt, ist nicht so schlimm. Das kommt alles mit der Zeit. Ja, das war's jetzt auch wieder mit diesem Video. Das war mein kleines Video zur Funktion. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen und nochmal anschauen. Das macht überhaupt nichts. Das ging mir genauso. Man muss sich das einfach mehrmals anschauen, bis man es verstanden hat. Aber das war jetzt noch ein einfacher Teil. Im nächsten Tutorial zeige ich euch, was Panels sind. Ja, bis dahin, testet das ruhig mal aus. Ihr könnt ja selber einfach während des Videos abschreiben, was ich da geschrieben habe. Und testet mal, ob ihr es selber hinkriegt. Vielleicht schafft ihr es ja auch, ein anderes Level zu machen und das anders zu nennen. Oder andere Funktionen. Das bleibt euch überlassen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao. You